Auf dem Grundstück angekommen, erwartet uns hier direkt mal ein Boot, amtlich versiegelt durch Behörde. Jetzt wird's interessant. Dann habe ich hier auf dem Boden noch was ausgedrucktes gefunden, Technik zu der P08. Schaut mal, was ich hier noch auf dem Boden gefunden habe. Also der Typ scheint nicht nur Waffenfanatiker gewesen zu sein, sondern er war wahrscheinlich auch in der rechten Szene unterwegs. Hier haben wir ein Magazin oder eher gesagt ein Flyer, wo du hier diese Waffe für 379, ich denke das war ein D-Mark, kaufen konntest. Bewährt im Zweiten Weltkrieg, ja, ist die P08, auch genannt Luger. Schaut mal, wie viele Gewehre hier reinpassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Gewehre gehen in diesen Waffenschrank. Moin moin, seid gegrüßt und herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zum nächsten Lost Place Abenteuer. Wir haben ein Wohnhaus für euch und ich hole euch wie immer mit, sofern wir reinkommen. Herr Freunde, auf dem Grundstück angekommen, erwartet uns hier direkt mal ein Boot, was wahrscheinlich schon jahrelang hier steht. Ist auf jeden Fall ein relativ altes Boot, so wie es aussieht. Und das gehen wir uns doch jetzt erstmal aus der Nähe angucken. Motor scheint doch, hängt auch noch hinten dran. Der ist hier eingepackt. Boah, das war ein cooles Teil. Schön hier mit Leder sitzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Standard ist beim Booten. Ich kenne mich mit Booten nicht so wirklich aus. Aber ich denke, Ledersitze hat auch nicht jedes Boot. Radio hat es auch drin gehabt. Hier vorne liegt sogar noch eine Sonnenbrille. So, dann mal vor das Boot gelaufen oder schräg an die Seite, damit ihr das Boot mal auch von der Seite seht. Cooles Teil. Auf der anderen Seite befindet sich hier so ein Unterstand. Hier haben wir noch eine ganz alte Tür von irgendeinem alten Fahrzeug stehen und noch alte Sitze von alten Autos. Und ganz viel Gerümpel, Autoteile ohne Ende, hinten noch ein Einkaufswagen und so weiter. Ja, cool, guckt mal. Hier haben wir noch so eine ganz alte Wasserpumpe. Auf dem Grundstück liegen hier auch noch weitere Sachen. Hier haben wir einen Anhänger für ein Fahrrad. Da hinten liegt noch ein Autoanhänger, den man irgendwie umgeschmissen hat. So, hier geht's jetzt ins Haus. Tür steht sperrangelweit offen. Ich bin mal gespannt, was wir hier im Haus noch so vorfinden. Im Moment sieht es so aus, als ob hier eigentlich nur Müll liegt. Hier hängt noch ein alter Spiegel oder eher gesagt eine alte Garderobe mit Spiegel. Dann haben wir hier auf der Seite noch Mikrowelle, Fernseher und wieder allmögliches Gerümpel. Hier liegt noch ein Verdeck von einem Cabriolet. Hier auch noch eine Autotür stehen. Der Raum, der sich auf der rechten Seite befindet, war eventuell mal eine Küche. Hier stehen nämlich noch Küchenmöbel. Hier liegt sogar noch ein altes Handy, was defekt ist. Und auch wieder ein Haufen Müll, wo ich mir nicht sicher bin, ob man den hier entsorgt hat oder ob der hier vom Haus ist. Und dann haben wir noch ganz viele VHS-Kassetten liegen. Ein altes Siemens-Radio auf der Fensterbank stehen. Und vor den Küchenmöbeln, also hinter der Palette, steht ein echt schöner Schrank. Jetzt hier im Flur habe ich ein Schreiben von 2012 gefunden, von einer Rechtsanwaltskanzlei. Und zwar geht es da um einen Verfahrenskostenhilfeantrag, der Steffi M., die Antragstellerin, und dann gegen Herrn Silvio M., Name und Vollmacht des Antragstellers. Ich werde da noch nicht schlau draus, keine Ahnung, um was es da ging.
rechter Hand von mir war auf jeden Fall die damalige Küche. Also die Möbel sind nur abgebaut worden und hier reingestellt worden. Und hier sieht es auch übelst wild aus, wie ihr seht. Hinten steht noch ein alter Fernseher. Und hier haben wir sogar noch eine Kümmerlingschürze hängen. Hier ist auf jeden Fall jetzt eine Zahlungserinnerung von der AOK an den Herrn Silvio M. gerichtet. Der Herr hätte hier noch 60 Euro zu zahlen gehabt. So, und hier haben wir noch ein Schreiben gefunden von der Staatsanwaltschaft. Da wird der Herr M. darum gebeten, binnen 2 Wochen nach Erhalt der Kostenrechnung das Ganze zu bezahlen. Naja, wir sind mal wieder raus aus der Küche und haben hier neben der Küche das Badezimmer, was vielleicht mal recht schön war. Hier liegt auf jeden Fall noch die Haarbürste, Zahnpasta liegt noch hier und dann einige Eimer, die hier untergestellt worden sind. Das Haus, das ist schon richtig in die Jahre gekommen, wie man hier oben an der Decke sehr schön erkennen kann. Gegenüber geht es dann in einen, ich sag jetzt mal, Durchgangsraum, Abstellraum, wo man hier diverse Sachen lagern konnte. Waschbecken ist hier auch noch eins vorhanden. Und jetzt geht's in... Ui, Leute, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Schaut mal, hier steht noch ein riesiger Tresor. Ich bin jetzt mal an dem Tresor vorbeigelaufen. Der steht auf jeden Fall in einer, ich sag mal, Werkstatt. Hier haben wir nämlich noch einen Werkstattwagen. Das riecht doch alles extremst nach Öl. Kann aber auch daran liegen, dass wir da noch einen Motor stehen haben. Von einem... Ja, keine Ahnung. Und dahinter scheint auch noch eine Heizungsanlage zu sein. Aber ihr seht ja, wie es hier aussieht. Die jetzt freiräumen. Nee, danke. Hier im Flur, ich versuche euch das mal einzufangen, gibt es da hinten noch ein Badezimmer. Was aber auch, so wie es aussieht, vollgestellt ist mit irgendwelchen Autoteilen. Hier haben wir so eine riesengroße Wanne im Weg stehen, wo man auch nicht dran vorbeikommt. Und dann hier linke Hand geht es genauso weiter. Also absolutes Chaos hier. Wobei da doch alte Sachen sind. Hier haben wir noch Schallplatten. Die sind definitiv aus dem Haus. Und schaut mal hier. Wir haben hier von einem Waffenschrank in der Tür. Also gab es hier in dem Haus wohl auch Waffen. So, ich kämpfe mich hier mal durch das ganze Autochaos, was hier liegt. Und gehe mit euch mal hier in den nächsten Raum, der genauso vollgemüllt ist mit Autoteilen wie der Großteil des Hauses. Wie man hier sehen kann. Hier liegt noch eine Kettler Sport Trainingsbank. Autoteile, Autoteile, Autoteile. Und hier hat man noch einen Schrank drin stehen. Auch wieder diverse Autosachen, die hier drin liegen. So, hier ein paar Meter weiter im Raum haben wir dann wieder ein Schreiben von einem Rechtsanwalt. Da geht es um eine Forderung Sky, die nicht bezahlt wurde. Also vermute ich mal, hat derjenige hier seine Rechnung nicht bezahlt. Hier haben wir ein Schreiben vom Jobcenter. Hier steht aber jetzt wieder ein ganz anderer Name drauf. Jetzt sind wir mal ein Stockwerk höher gelaufen und schauen mal, was hier noch so alles zu finden ist. Hier ist auch wieder Müll ohne Ende. Hier war mein Badezimmer. Dann haben wir hier Polizeiversiegelung. Ne, amtlich versiegelt durch Behörde. Jetzt wird's interessant. Hallo? Ist hier jemand? Ihr seht, hier liegt auch wieder all möglicher Kram. Wir gehen erstmal hier links in das Zimmer. Hier unten haben wir noch einen Tresor liegen. Hallo? Ja, hier unten haben wir noch einen Tresor liegen. Hier ist ein Bett. Und hier unten haben wir ein Magazin. Ein Waffenmagazin.
Magazin. 16 Seiten extra Waffenpflege von A bis Z. Das Magazin ist von November 2008, November, Dezember 2008. Also hier hat definitiv ein Waffenfreund gewohnt. Dann habe ich hier auf dem Boden noch was Ausgedrucktes gefunden. Technik zu der P08. Munition 9x19. Pistole. Bezeichnung der Waffe Pistole P08. Also hier hat definitiv ein Waffenfreund gewohnt, Leute. Hier oben auf dem, was ist das, auf der Kiste, steht auf jeden Fall noch ein Sparbuch. Das ist wohl von 94. Da wurden immer 50 D-Mark einbezahlt. Aber guck mal, was ich hier noch auf der Erde gefunden habe. 9mm Luger-Patronen. Jetzt kommt es mir auch, warum hier ein Siegel von der Polizei davor ist. Derjenige hat wahrscheinlich einen Luger besessen und vielleicht noch einige andere Waffen. Und das illegalerweise. So, aus dem einen Raum wieder raus, geht's hier weiter ins Badezimmer. Ach, guckt mal, wie viel Scheiß hier im Waschbecken liegt. Aber Zahnbürste und ein paar Pflegeprodukte sind auch noch da, wie man hier oben sieht. Aber das Bad, heftig wie das aussieht. Hier in der Wohnung wurde halt übelst viel gewühlt. Vom Bad aus kommt man hier in eine Küche. Aber vorher, guckt mal, haben wir hier wieder Waffenmagazine, verschiedene Revolver und so weiter. Oh ja, hier, der ganze Raum ist voll mit Waffenmagazinen. Internationales Waffenmagazin von 90. Und dann gehen wir jetzt mal in die Küche. Oh Leute, jetzt weiß ich auch, was hier so stinkt. Alter Verwalter. Ja gut, der Typ ist wahrscheinlich eingefahren. Der ist verhaftet worden. Und ja, der Kühlschrank wurde natürlich nicht mehr leer geräumt. Da wollte ich gerade weitergehen und was sehe ich hier? Hier liegt ein Karton von, seht ihr das? Rep Bu Remington 70. 2600 Euro. Also hier in dem Karton war definitiv mal ein Remington drin. Die natürlich jetzt weg ist, ist ja klar. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen darf. Ich denke mal schon. Schaut mal, was ich hier noch auf dem Boden gefunden habe. Also der Typ scheint nicht nur Waffenfanatiker gewesen zu sein, sondern er war wahrscheinlich auch in der rechten Szene unterwegs. Also kann man nur mit dem Kopf schütteln. DVU extra, Scheinasylanten ausweisen an alle Haushalte, Auflage 27 Millionen. Was sie über die Europawahl wissen müssen. Das ist schon der Knaller, ey. Hier hat wahrscheinlich definitiv ein Nazi gewohnt. Hier unter der Treppe auch wieder Waffenmagazine ohne Ende. Deutsches Waffenjournal. Das ist echt nicht normal. Ja, hier auf dem ehemaligen Küchentisch befinden sich da noch Zielscheiben. Also der hat die Waffen nicht nur besessen, sondern er hat definitiv tief auch mit den Waffen geschossen. Schusstraining gemacht. So, jetzt versuche ich mich hier mal durchzukämpfen, sofern das möglich ist. Ihr seht, wie es hier aussieht. Hier nochmal der Kühlschrank für euch. Boah, das steht schon relativ lang leer. Und dann war das Ganze sowieso relativ siffig hier, muss ich sagen. Jetzt habe ich mich gerade mal durch den ganzen Müll gekämpft. Und schaut euch diese Zielscheiben mal an. Die sind ja riesengroß. Jetzt bin ich mal noch eine Etage höher gegangen. Hier sieht es auch nicht besser aus. Hier haben wir noch ein schönes altes Radio liegen. Auf der Seite noch eine Stereoanlage. Und einen CD-Player. Hier unten liegt ein Kalender. Wenn ich hier irgendwie hinkomme, gucken wir mal, von wann der ist. ...2008. Also ganz klar haben wir das Datum jetzt schon mindestens zweimal gesehen. Daher vermute ich, dass hier 2008 die Kripo eingeflogen ist
und den Herrn mitgeholt hat, der hier gewohnt hat. Ach, schaut mal, die ganzen alten Radios, die dann hier vergammeln. Voll schade drum. Hier liegt noch eine Nähmaschine. Ja, auch wieder ein altes Radio. Da hinten eine alte Stereoanlage. Und was hier auch wieder drauf schließen lässt, dass derjenige sehr interessiert war an der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Tarnuniformen der Wehrmacht und Nachkriegsvarianten. Na, seht ihr? Ich glaube, das muss ich aber pixeln. Weil da ist auf dem Helm eine Flagge drauf. Die darf ich, glaube ich, auf YouTube nicht zeigen. Da habe ich eben gedacht, hier steht ein Schränkchen. Nein, guck mal, das war ein Fernseher. Ein ganz, ganz alter Fernseher steht hier. Leider ohne die Röhre. Aber ein bisschen Technik da drin kann man auch erkennen. Dann wollte ich hier gerade wieder rausgehen. Und sehe hier den Schrank. Das war wohl mal ein ehemaliger Kleiderschrank. Wo auch noch so das ein oder andere an Scheiben drin liegt, auf die man schießen konnte. Und hier ist eine Preisliste. Fertige Kugeln, Kaliber 2,76, 7 mm. Bestellnummer, ein Pack 18 Euro. Bei 5 Pack 5 Euro, 5 Mark 20. Das müssten Mark sein, glaube ich. Spezialangebot für Einsteiger. Lühmann Mini Mac. Gießkette, Gießbarrenform, alle drei Teile statt 135, 118 Euro. Konnte man da seine eigene Munition machen? Und auch hier, Leute, guckt mal. Hier haben wir ein Magazin oder eher gesagt ein Flyer, wo du hier diese Waffe für 379, ich denke, das war ein D-Mark, kaufen konntest. Bewährt im Zweiten Weltkrieg, ja, ist die P08, auch genannt Luger. Gesucht von Freund und Feind. Dieses Meisterstück deutscher Präzision mit dem einzigartigen Kniegelenkverschluss darf in keiner Sammlung fehlen. Ihr berühmter Konstrukteur Luger gab ihr den Namen Parabellum, der ein Teil des lateinischen Sprichwortes Si vis pacem parabellum, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor, darstellt. Ah, das ist ja übel. Hammer 8, ey. So was hier zu finden. Oh, hier unten ist auch noch eine Mauser abgebildet. Das sind Zweite Weltkriegswaffen, Leute. Schaut mal, gerade mal den Boden ein bisschen begutachtet, um zu gucken, was da noch so liegt und was haben wir hier gefunden. Hier waren die Patronen drin. Vielleicht für die Luger. Man weiß es nicht. Kampfpanzer Leopard. Nächstes Anzeichen, dass derjenige sehr interessiert war an der Zeit des Nationalsozialismus am Zweiten Weltkrieg. Hier war ein Modell, den man sich dann bauen konnte, damit man halt den bekanntesten Panzer dieser Zeit auch zu Hause stehen hat. Dann habe ich jetzt hier noch Zeitungsausschnitte gefunden. Wertvolle Waffen im Privatbesitz. Wolfgang Warnecke aus Havelse hat eine große Sammlung wertvoller Feuerwaffen. Hier, nicht runterfallen, haben wir ein Spiel mit dem Feuer. Am Sonnabend eröffnet im Bürgerhaus, bla bla bla, nee, das gehört nicht dazu. Ein Händler aus dem gesamten Bundesgebiet. Hier, ein Händler aus dem gesamten Bundesgebiet waren zur Militärbörse nach Letta angereist. SPD, FDP und die Grünen hatten bereits im Vorfeld gegen diese Veranstaltung protestiert. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ich es zeigen darf, muss ich mich erkundigen. Aber schaut mal bitte, vielleicht kann man erkennen, was auf dem Foto da alles zu sehen ist. Dann haben wir hier noch einen Ausschnitt aus dem Heft. Kriminalmuseum. Hier geht es um eine Schirmwaffe, die getarnt ist als Schirm. Und um diverse andere Waffen. Sehr krass auch, was ich hier gerade auf der obersten Treppenstufe gesehen habe. Nationalsozialismus in Neustadt. Und dann hat man hier eine Karte von Neustadt, die irgendwas zeigt. Keine Ahnung was. Beim Runtergehen steht hier links auch noch so ein Plister, wo man wahrscheinlich Munition drin hatte. Jetzt guckt mal hier unten, nochmal unter der Treppe, in einem ganz kleinen Eck, weitere Waffenmagazine. Der Typ, der war so waffenvernarrt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Irre!
Richtig irre. So, ich bin mal wieder runtermarschiert und kämpfe mich jetzt hier Richtung ehemaliges Wohnzimmer, was natürlich genauso verwühlt ist wie der Rest des Hauses. Denn es wurde bekannt, dass hier derjenige Waffen besessen hat. Und man kennt ja die Leute, ne? Hier wird jemand von der Polizei rausgeholt und die Leute denken, sie würden vielleicht hier noch die ein oder andere Waffe finden und müssen natürlich komplett alles zerwühlen und nach allem suchen, was man noch irgendwie gebrauchen oder mitnehmen kann. Absolut unmöglich, ganz ehrlich. Ich habe mich mal durchgekämpft zum Fenster. Hier steht noch das schöne alte Schiffsmodell, leider auch schon defekt. Und hier haben wir noch ehemalige Dias, aber man kann leider nicht erkennen, weil die hier am Fenster lagen und natürlich komplett der Sonne ausgesetzt sind. Ah, hier hat man nur aus dem Haus fotografiert, so wie das aussieht. Hier ist Landschaft drauf zu erkennen. Hier unten auf dem kleinen Tisch haben wir auch wieder ein Schiffsmodell. Also er war auch definitiv Schifffan, nicht nur Waffenfan. Oder eher gesagt Fan des Zweiten Weltkrieges. Nein, er mochte auch Schiffe. Hier unten findet sich noch der alte Dia-Projektor, glaube ich. Passend zu den Dias. Ich denke, das ist ein Dia-Projektor, Rollei P360 Autofokus. Wenn ich da falsch liege, korrigiert mich gerne. Da oben liegt noch ein Tonbandgerät drauf. Ich kämpfe mich hier durch. Ganz altes Tonbandgerät. So, jetzt habe ich hier noch Fotos gefunden. Guck mal. Ein ganz altes Fahrzeug, dessen Tür, glaube ich, sogar unten in der einen Scheune oder ich sagte in der Überdachung lag. Dann wurden hier Blumen fotografiert. Hier ist wahrscheinlich der Herr zu sehen. Gehe ich mal stark von aus. Die Frau, die hier gelebt hat. Ich weiß nicht, ob sie da in Urlaub waren. Keine Ahnung. Ja, Schrank habt ihr eben schon gesehen, als ich den Schwenker gemacht habe. Voll mit VHS-Kassetten. Hier unten gab es noch so eine kleine Minibar. Hier wieder Zeitschriften. Musiknews und so weiter. Dann haben wir hier auf der Seite die ganzen Gläser noch drin. Und hier wieder diverse Unterlagen. Ein Kinomagazin. Hier habe ich gerade mal durchgeguckt. Hier sind Neckermann-Rechnungen und so weiter. Also man hatte das schon alles relativ ordentlich abgeheftet. Aber irgendwann konnte man die Sachen halt nicht mehr bezahlen, weil wahrscheinlich der Mann im Gefängnis saß. Die Frau ist vielleicht schon vorher abgehauen. Das weiß man nicht. Ob sie nun im Endeffekt Kinder hatten, kann ich jetzt auch nicht feststellen, leider. Ja, Leute, raus aus dem Wohnzimmer. Gehen wir jetzt auch mal raus aus der Wohnung. Also wie gesagt, ob die Leute Kinder hatten, konnte ich jetzt definitiv nicht feststellen. Aber vielleicht finden wir das ja noch raus. Jetzt geht's auf jeden Fall in den nächsten Raum. Das glaubte man nicht. Also wenn er das sieht, da fällt man vom Glauben ab. So, ich hole euch hier mal einfach mit in den Raum. Und jetzt schaut mal, ich gehe mit euch mal hier rüber. Hier steht ein großer Waffenschrank. Hier steht ein großer Waffenschrank. Ganze ist natürlich offen, klar, als derjenige damals dann von der Polizei mit Sicherheit verhaftet wurde, wurden die ganzen Waffen natürlich sichergestellt. Ist ja logisch. Was hier natürlich im Raum definitiv nicht fehlen darf, sind mal wieder Waffenmagazine. Dann hat man hier noch so eine alte Schachtel mit irgendwelchem Werkzeug drin. Hier unten sind jetzt Lohnabrechnungen, die ich euch aber auch pixeln muss. Die sind zwar von 94, also schon alles sehr lang her. Der Mann hat 2142 Mark 79 verdient. Interessanterweise haben wir hier wieder einen anderen Namen draufstehen wie eben. Schaut mal, hier an der Wand befindet sich noch
Ich würde sagen, ein Alarmsystem oder sowas. So dass das Ganze hier definitiv schon relativ vernünftig abgesichert war. Dann haben wir hier wieder ein Waffenmagazin. Und wer weiß, vielleicht wurden hier Waffen gereinigt oder sowas. Wobei dann natürlich die Frage ist, der Tisch ist relativ oder die Kommode ist relativ klein. Hier haben wir wieder ein Plister für Munition zu lagern. Und jetzt widmen wir uns mal dem ersten Waffenschrank. Schaut mal, wie viele Gewehre hier reinpassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Gewehre gehen in diesen Waffenschrank. Hier oben hat man dann wahrscheinlich die Munition für die Gewehre hingelegt. Und bei dem anderen Waffenschrank auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und dann konnte man hier die Munition einzeln noch einschließen in den Schrank. Also ich bin ganz ehrlich, das ist doch mal wieder richtig irre, was man hier alles findet. Waffenfanatiker hoch 10, Freund des Nationalsozialismus, sag ich mal. Wahrscheinlich Neonazi und ach, Katastrophe. Leute, wie kann man denn so leben? So, Freunde, ich gehe mit euch jetzt mal in die nächste Wohnung. Mal sehen, was wir hier noch alles finden. Hier liegt jetzt wieder ein Wagenheber auf der Erde. Und es sieht auch so aus, als ob hier auch wieder vereinzelt Autoteile oder so rumliegen. Bin mir nicht sicher. Hier ist auf jeden Fall eine Küche, die momentan nicht so siffig wäre, ja, wobei doch, die ist genauso siffig, wenn man sich den Herd mal hier anguckt. Also von sauber machen haben die Leute wahrscheinlich nicht so wirklich viel gehalten. Hier haben wir noch ein Schränkchen, wo du hier Karten einsortieren kannst. Systematik, Alphabet steht hier drauf. Wer weiß, was da für Karten mal drin waren. Gegenüber von der Küche befindet sich dann wieder ein, ich glaube, es war ein Badezimmer, aber auch hier wieder Autoteile ohne Ende drin gelagert. Dann geht es weiter in das meiner Meinung nach ehemalige Wohnzimmer. Hier steht noch der alte Ofen. Und wen wundert's, wieder Autoteile. Hier haben wir sogar noch ein Tacho. Da ist die Frage, ist das vom Auto oder ist das vom Boot? Kann ich nicht genau sagen. VHS-Kassetten ohne Ende. Gefühlt ist dieser Raum hier auch wieder nur als Lager genutzt worden. Ich schwenke euch hier einfach mal, denn ich denke nicht, dass wir hier irgendwelche super interessanten Sachen finden werden. Letzter Raum auf der Etage. Könnte mal ein Esszimmer gewesen sein. Kann man jetzt nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall sind hier auch wieder Autoteile. Dann haben wir hier wieder einen Diaprojektor, wenn ich das richtig sehe, auf der Erde liegen. Und noch ein Schrank, wo teilweise sogar auch noch das Porzellan drin ist. Wie auch eben hinten zu sehen war. Jetzt halte ich euch mal gerade noch hier auf den Speicher. Der Speicher wurde für das genutzt, für was die meisten Speicher genutzt wurden, um allen möglichen Kram abzulegen. Wie man sieht. Hier hat man noch ehemalige Senfgläser, sind da glaube ich. Da hinten ein paar Zeitschriften, sieht aus wie der Stern. Hier steht noch eine Krücke. Wer weiß, vielleicht ist das noch Zeug von dem ehemaligen Besitzer, der ganz früher hier in dem Haus gelebt hat. Da hinten steht noch so eine uralte 70er-Jahre-Lampe und wieder Magazine, Zeitschriften ohne Ende. Ja, Freunde. Wir sind durch das Haus. Wie gesagt, ob die Leute Kinder hatten, kann ich nicht sagen. Wie viele verschiedene Parteien jetzt im Endeffekt in dem Haus gewohnt haben, kann ich auch nicht sagen. Was ich sagen kann, das Boot hinter mir, wir haben gerade mal beim Hänger geguckt, da ist der TÜV 2006 abgelaufen. Dann haben wir im Haus einige Sachen gefunden, die auf 2008 deuten. Also meine Vermutung, entweder ist er 2007 verhaftet worden oder 2008. Was mit der Frau ist, die ich da auf den Bildern gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, ob die mit eingefahren ist. Ich konnte es leider nicht rausfinden. Ihr habt gesehen, wie katastrophal es in dem Haus aussah. Also da wurde richtig, richtig heftig gewühlt.
weil die Leute ja gehofft haben, sie könnten da noch irgendwas Tolles finden. Und ja, wenn dann noch bekannt wird, dass derjenige Waffen hatte, dann sieht man ja, wie die Leute dann abdrehen. Ist ja unnormal, ist es. Naja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Lost Place Video. Haut's da rein, macht's gut. Ciao, ciao.